Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Diese Woche gab es extrem viele Neuigkeiten rund um das kommende Set Dawn of Majesty und einiger Structure Decks, die in Japan schon angekündigt worden sind und wo wir das ein oder andere neue Detail herausgefunden haben, was da so alles drin sein wird. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Episode. Steigen wir mal wieder mit meiner Lieblingsart von Mechanik ein, nämlich Rituale. Und in dem Set Dawn of Majesty wird einiges rund um Rituale erscheinen, aber auch nicht nur rund um Rituale, sondern auch rund um normale Monster. Und das trifft sich so am besten in dieser generischen neuen Ritualzauberkarte Refined Ritual Art. Der Bruder oder Cousin von Advanced Ritual Art mit einer Mechanik, wo ich mir schon vor etwas mehr als einem Jahr gedacht habe, hey, da hat ja Megalith Unformed damals so einen kleinen Präzedenzfall geschaffen. Ne? Wie wär's, wenn in Zukunft irgendwann mal mehr solcher Karten kommen mit weniger Einschränkungen? Wird es langsam in die Richtung gehen, dass Karten, die halt aus dem Deck Ritual beschwören können, ein Monster raus, so wie diese Karte hier, dass irgendwann diese Beschränkungen weggehen, diese mit oh, doppelte Level. Lass ihn das normale Level machen. Ach, lass ihn noch einen Friedhof Banishen noch dazu. Ich erinnere mich noch an diese guten alten Zeiten, wo uns ja das gefragt haben und jetzt tatsächlich geschehen wird. Natürlich jetzt mit der Einschränkung, dass man halt von der Hand mit normalen Monstern arbeiten muss, aber das ein oder andere Themendeck nutzt tatsächlich halt das ein oder andere normale Monster oder kann es halt integrieren, wenn es das möchte. Und unter anderem gibt es auch neue normale Monster im neuen Set für neue Themendecks. Und ich bin gespannt. Also eine Ritualzauberkarte, die klar quasi jedes Ritualmonster Ritual beschwören kann in dem ganzen Game, in dem man mit Normal spielt. Das eröffnet sehr viele Möglichkeiten für sehr viele unterschiedliche Decks. Für auch ein paar bestehende momentan natürlich sowas wie Blue Eyes zum Beispiel, die sowieso den Blue Eyes damit drin spielen können, den benutzen. Oder irgendwelche Varianten vielleicht mit, ich weiß nicht, Dark Magician oder Red Eyes. Da hat ja jeder von denen irgendwie ein Ritualmonster drin. Da kann man bestimmt das ein oder andere machen, um das wo man nicht so viel umbauen muss vielleicht. Ich bin mal gespannt, ob die Karte irgendwann eine Relevanz findet. Natürlich wird sie niemals so richtig breakable sein, weil natürlich die normalen Monster sind halt nur normale Monster, die werden nicht noch irgendwie extra triggern, aber können entsprechend ein gutes Graveyard-Setup geben für spätere Turns oder für irgendwelche anderen AK-Chaos-Kombos oder irgendwelche Topf der Trägheit-Kombos, was weiß ich, was da alles sein kann. Deswegen finde ich das eine sehr spannende Karte und wie gesagt, gib noch Konami 2-3 Jahre und dann haben wir das erste Themendeck, was direkt aus Deck und ja, sowohl Monster als auch Ritualmaterialien direkt da rausballert. Ich freue mich schon auf das Themendeck, wenn das dann nach dem 8. Yu-Gi-Oh! Anime dann vorkommen wird. Dass es irgendwann, ich kann mir vorstellen, irgendwann ein Deck geben wird, das eine Ritualzauberkarte kriegt, die aus dem Deck Ritual beschwören kann. Und am besten gleich beides: Ritualmaterialien und das Ritualmonster. Und damit, glaube ich, würde man mit Ritualmonstern in die Richtung gehen, dass man das spielt wie eine Art Extra-Deck. Quick! Die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen. Am vergangenen Donnerstag ist die März 2021 Banlist gedroppt, zu der wir auch ein Video gemacht haben. Falls ihr abchecken wollt, was genau sich verändert hat, empfehle ich euch, dieses Video abzuchecken. Wir haben nun die ersten Karten zum Cyberstyle-Structure-Deck, was in Japan rauskommen wird und wahrscheinlich auch zu uns rüberkommen wird, das sich rund um Cyberstyle dreht. Also, das bedeutet, dass darunter Cyber-Drachen und die Cyber-Darks fallen und der Support so ein bisschen jetzt nun miteinander vermischt und verschwimmt. Also so ein bisschen jetzt Richtung Fusion und Kraftbündnis geht. Interessante Mechanik, die sie da versuchen zusammenzubasteln. Noch sehe ich nicht ganz das ganze Bild, aber ich warte noch die nächsten Karten ab und dann kann man sich mal überlegen, okay, ist das cooler Support oder ist das eher schon wieder so maschinenwesenmäßig wieder so. Das ist aber nicht das einzige Structure Deck, es wurde noch ein weiteres vorgestellt, nämlich Overlay Universe. Ein Structure Deck rund um den Hauptcharakter aus Yu-Gi-Oh! Sechsel und auch tatsächlich ein paar Karten, die Richtung des Charakters Kite und Shark gehen, das heißt vielleicht irgendwelche Shark-Support-Karten, vielleicht irgendwelche Galaxy-Eis-Karten, aber höchstwahrscheinlich sehr viel rund um Nummer 39 Utopia und vielleicht das andere, wie zum Beispiel vielleicht noch weitere Onomatopoe-Karten. Konkretes wissen wir aber zurzeit noch nicht. Und wenn wir schon mal heute bei Dawn of Majesty sind, wurde ein interessantes Winddrachen-Monster angekündigt, Norus Elise. Interessante Karte, mal sehen, ob die jemand später mal ausprobieren möchte. Und dann nochmal mehr oder weniger der Lacher der Woche. Unter anderem gibt es jetzt nun ein Sushi-Deck. Ja, das sich rund um Kriegsschiffe dreht. Okay. Und weitere Gizmax-Support-Karten. Und diesmal nicht so
ja, wir machen mal eine Karte einfach nur mal so rein. Nee, diesmal eine ordentliche Menge an Karten, sodass das tatsächlich jetzt nun langsam ein eigenes Themendeck wird. Mal sehen, was man daraus so alles in Zukunft basteln kann und ob das nun jetzt endlich mal Sinn miteinander ergibt. Und wir haben nun endlich die ersten Informationen um das Duelist Pack Duelists of Whirlwind. Dort werden wir Supportkarten sehen für drei Anime-Charaktere. Einmal den guten Hugo aus dem Arc 5 Anime mit seinem Speedroid-Glasflügel-Themendeck. Dann von einem weiteren Charakter aus Arc 5, Ruri Kurosaki. Ihr Themendeck Lyrik-Ledervogel kriegt weiteren Support. Und etwas überraschenderweise Sherry LeBlanc aus 5Ds mit ihrem Fleur-Themendeck. Da bin ich mal gespannt, was die sich so alles rund um diese drei Wind-Themendecks ausdenken werden. Vor allem interessiert mich Letzteres, da ist wirklich noch nicht viel passiert, die letzten 10 plus Jahre um das Deck. Bevor ich zum nächsten Newsblock-Thema komme, möchte ich vorher einmal eines klar machen. Nämlich einmal meinen Standpunkt hier festhalten, was ich von Ritualen halte. Sie sind mein Jam. Brombeere. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass Dawn of Majesty einiges Interessantes an neuen Ritual-Support bietet. Unter anderem halt auch ein neues Ritual-Fusionsthemendeck, das vielleicht noch später noch Synchros obendrauf kriegen könnte, weil einige Monster das so ein bisschen versprechen und wo ich denke, Konami das dann irgendwann auch entsprechend einlösen oder halten wird, dieses Versprechen. Nämlich die Magic Keys, die genauso wie eingangs erwähnt mit einem Normalmonster loslegen, was quasi deren, ja, Geschichtsträger ist für das Deck. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit World Chalice damals, wobei die, glaube ich, sogar drei normale Monster zu Beginn hatten. Aber hier auch ein normales Monster mit sehr guten Stats und, ja, einer interessanten Lore, glaube ich, dahinter. Und, ja, mit dem ersten Stufe 4 Ritual-Empfängermonster. Konami hat ja nur 13 Jahre gedauert, dass ihr endlich geschafft habt, mal ein Ritualmonster in Tuner zu machen. Wie lange dauert es, bis ihr endlich die ersten Ritualpendel-Monsterkarten macht? Ich warte auch darauf noch, weil das würde sich perfekt eignen für ein eigenes Themendeck. Das wäre so eine geile Idee, auf die ich immer noch seit der Einführung der Pendel warte. Aber ich bin schon mal froh, dass wir da den Step genommen haben, nachdem wir, glaube ich, mit Theseus, der 2017 der erste Fusionstuner war. Kommen wir mal so langsam und mischen mal die Mechaniken zusammen und ermöglichen so ein paar neue Kombinationen, was ich sehr, sehr cool finde. Konami, drückt euch die Daumen, ihr schafft das! Das Thema an sich ist aber eher attribut-based, hat sehr viele Effekte von den Monstern, die basierend darauf entsprechend Annullierungseffekte oder Interaktion mit dem Gegner schaffen, indem man entsprechende Attribute von normalen Monstern oder von eigenen Magic-Key-Monstern in seinem eigenen Friedhof hat. Zusätzlich zu dem Stufe 4 Empfänger Ritualmonster gibt es auch ein Stufe 4 Fusionsempfängermonster und dann jeweils ein Stufe 8 Fusions- und nochmal ein Ritualmonster, wo sich dann wieder die Frage stellt, weil die ja natürlich Stufe 4 Base sind, sprich Multiplikator von 4, ob dann nachher halt vielleicht noch ein 12er kommen würde oder vielleicht auch sowas wie Xyz nachher dort drin sein werden, wie Stufe 4 oder Stufe 8, wäre dort relativ einfach möglich bei dieser Kombination an Leveln, die da momentan drin sind. Das Interessante an diesem Deck ist halt, dass sie diese beiden Mechaniken miteinander kombinieren und dadurch auch eine extra Sonderbehandlung bekommen, was Ritual-Fusionskarten bekommen. Nämlich, sie haben eine Zauberkarte und eine Fallenkarte, mit der sie halt Ritual-auch Fusionsbeschwören können. Wodurch sie halt im gegnerischen Spielzug zum Beispiel auch für ihre Beschwörung gehen können oder in ihrem eigenen halt für entsprechende Plays. Und dadurch, dass die halt viele der Monster auch so schon Search-Effekte haben, haben sie schon so eine kleine Konstanz in sich mit eingebaut, die man natürlich durch generischen Ritual-Fusionssupport noch verbessern kann. Aber nein, die haben ja nicht nur das. Die haben auch noch eine Feldzauberkarte, die so langsam dem Präzedenzfall des, jetzt beginnen wir mal so langsam mit so ein bisschen Power Creep mal zum Quadrat. So ein Präzedenzfall schafft. Ja, ich bin eine Karte, die einfach eine Felsaberkarte ist. Nachdem ich aktiviert das, suche ich. Und ich habe dann nochmal einen Effekt, der nochmal suchen kann. Dafür muss ich halt eine Karte zurückschaffeln. Aber trotzdem, eine Karte, die alleine ein Plus 2 ist. Also, es ist kein wirkliches Plus 2, wenn man eine Karte zurückschaffen muss. Aber literally, man kann sich seine Hand super refreshen mit der Hand, mit der Karte. Und man hat halt direkt sowohl Fusions-Ritual-Zauberkarte als auch entsprechend das entsprechende Material dafür. Also, gute Karte. Also, das klingt so schon als richtig geiler First.
Ich wollte gerade First Level Support sagen, also bin ich hier gerade irgendwie in der IT-Abteilung oder was? Ich arbeite für eine IT. Aber nicht jetzt. First Wave Support meine ich. Und ich bin gespannt, was da kommt. Also, die würden doch nicht umsonst die irgendwie einfach Stufe 4 Empfänger gegeben haben, oder? Also, da muss ja noch irgendwie entweder in diesem Set oder vielleicht im darauf kommenden Set, weil man halt das über mehrere Sets strecken möchte, den Support, noch weitere Synchromonster kommen, die dann natürlich wahrscheinlich passender stufenmäßig bei 8 wahrscheinlich liegen werden. Oder vielleicht auch bei 12. Vielleicht wollen sie das irgendwie zusammen mit ihren anderen Bossmonstern in Kombination spielen. Sie haben natürlich auch noch passend zu ihrem ganzen Kram, den sie hier schon im ersten Wave Support haben, haben sie auch noch ihre quasi Pseudo-Infinity, Infernity Barrier, die als Spell and Traps negaten kann, entsprechend ihrer attribut-basten Sachen noch ein bisschen supporten kann durch ihren Resolve, was sehr interessant ist. Und ja, ich bin gespannt, das klingt wie ein sehr cooles Mix-Themendeck, wo auch, glaube ich, mal zum ersten Mal vielleicht Rituale so richtig integriert werden, weil wenn ich mir sowas anschaue wie Etignista, wo das Ritualmonster hat einfach kein gejuckt, dass es da drin war. Und alle anderen Decks, die halt irgendwie ein Ritualmonster reinbekommen haben, wie diesen Magician of Chaos, der Red Eyes hier, dieser Herr des Rots und was weiß ich alles. Es war immer so irgendwie reingetaggt, aber es hat nie irgendwas gemacht oder war irgendwie zusammen verwurzelt in dem Thema. Und hier zum ersten Mal sehe ich so, hey, da kann man was werden. Und das ist mal nicht dieses wie Necros, was halt also Anti-Extra-Deck war, sondern etwas Attribute-based. Finde ich sehr interessante Mechanik. Bringt mit sich selbst auch eine coole Mechanik mit. Ein sehr cooles Deck. Ich freue mich drauf. Und ich warte auf die Synchro-Monster und vielleicht noch Xyz-Monster. Also dann ist das wirklich so ein Multi-Kulti-Summon-Deck, was da vielleicht uns in Zukunft erwartet. Und ich freue mich auf Dawn of Majesty, muss ich sagen, weil das ist ein sehr cooles Deck. Also das wird mich schon alleine zum Kauf mit anregen, weil ich finde solche Ideen ziemlich cool. Vorsichtig bleiben, ne? Feed Spell ist ziemlich gut. Und wenn sie dann noch so die ein oder andere weitere Search gerade haben, dann search sich das gesamte Deck, Alter. Super easy first turn, also muss man aufpassen, ne? Das ist dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit diese Episode gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.